Und hier durch, so. Ecki, lecki. Ah, Junge. Das war aber grenzwertig knapp. Wer ist das? Ahari. Was nun? Was hast du gefunden? Ahari. Sie war... Ahari? Was meinst du denn? Ein Foto von ihr. Alle Aufzeichnungen. Sie nannten sie störend. Sie war so stark. Das machte ihnen Angst. Deshalb hat Mercer sie zerstört. War Orma schon immer Teil davon? Ich dachte, sie war nur eine Lehrerin, die sich um uns gekümmert hat. So dachten wir als Kinder alle. Aber vielleicht gibt es noch viel mehr, worüber wir nichts wissen. Glaubst du? Was zum Beispiel? Etwas ist faul an dem Ort. Warum haben sie ihn aufgegeben? Was war los? Stimmt. Ich muss weiter nachforschen. Irgendwie ist alles faul an der Geschichte. Es wird auf jeden Fall immer fauler. Ach, guck, jetzt haben wir die Türen hinter uns offen. Was? Wie kann das denn sein? Ich denke, hier ist niemand mehr. Echt? Da ist eine Kiste. Kiste, Kiste. Und dann geht's hier weiter runter. Was war das? Oh nein! Was? Hier drin ist auch ein Thanator. Schon. Das hier ist zu wichtig, um umzukehren. Ich komme, hallo. Lass mich hier durch. Warte. Bruder, du sollst. Er hat sich erstmal außen rum geschlichen. Ja, so wie sich das gehört. Tja. Nein, ich wollte mich durch das Loch quetschen. Oh, er hat sogar eine Kiste übersehen. Verdammt. Damn it. Weiter rum, links an der Wand. Hast du das Vieh schon getötet oder was? Nö, da war auf einmal keins mehr. Dann versucht er uns bestimmt irgendwann in der nächsten Ecke zusammen zu jumpscaren. Ja, das könnte sein. Was ist das hier? Untersuchung. Das glaubst du nicht. Versuch's. Armas Tank. In dem ihr Na'vi-Körper erzeugt wurde. Ihr Avatar. Sie ist keine Na'vi. Sie trägt uns wie Bekleidung. Okay. Er ist wohl angepisst. Geringfügig. Hier geht's weiter. Oder? Nee, hier. Wo bist du denn da? Hier rein. Okay, ich bin doch direkt. Direkt bei dir. Oh, da ist der Kamitier. Ich höre auch gerade, ja. Hast du noch was gefunden? Leise. Ich komme nicht raus, um den zu töten. Wenn ich das wüsste. Hier geht's nochmal wieder raus. So, den Schlüssel haben wir. Oh, ne, das war. Hier waren wir ja schon. Mach das auf. Ja. Oh, 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 oh.
Geh weg! Ich schieße! Das ist ja blöd, dass er uns die Tür jetzt kaputt gemacht hat. Oh, ein bisschen? Hm. Ich mach sie mal wieder ganz auf. Oder? Geht, glaube ich, nicht nochmal, oder? Schade. Das wäre ja auch zu schwingen gewesen. Das ist jetzt belastend. Nach oben geht auch nicht. So, von hier kommen wir ja. Ne, von da oben kommen wir, ne? Wo hier taucht? Ne, hier geht's auch nicht weiter. Ja, von da kommen wir. Ja, man kommt gar nicht mehr rein da. Ist ja komisch. Ja, man kommt da nicht mehr rein. Komisch. Ja, wo geht's hier weiter? Soll ich die Tür vielleicht kaputt machen einfach? Er hat mir gestern nicht so ein Hacken. Ja, da oben ist noch was zum Hacken, ja. Oh, machen wir einfach so. Hä? Wie hast du gemacht, Brudi? Einfach über der Tür das Ding nochmal gehackt. Ach so. Aber ich bin dafür, wir töten das Vieh nicht mit der Pistole. Ach so, okay. Ich würde gerne mal gucken, ob wir das danach ernten können. Mhm. Also, sammeln können. Bin schon auf Pfeil umgestiegen. Oh! Bruder. Große Scheiße. Ah. Ist ein ganzer Raum voll von den Viechern. Der eine ist tot. Zweites tot. Also ein Pfeiler ist tot. Dritter hat mich durch die Gegend katapultiert. Mhm. Tot. Die Stimme. Nee. Kommt aus diesem Büro. Untersuchen. Ach echt, kannst du? Also untersuchen ja, aber leider nicht harvesten, also ernten. So. So, da oben müssen wir rein, da kommt die Stimme her. Oh, endlich ist dieses Gequieke weg, ey. Ach, da oben geht eine Treppe hoch, okay. Hier ist eine Truhe zum Hacken. Sagen, wo ist denn da oben? Geht eine Treppe links lang. Ach da! Wurde vorbeigelaufen. So, Truhe gehackt. Was haben wir denn da Feines? Sturmgewehr. Okay. Hier hinten ist nochmal eine Tür. Munitionsschränkchen. Hier rum. Ist da runter? Also hier kann man tauchen, hier ist aber noch eine Tür versperrt. Da drunter hinter ist eine Truhe. Ich steck mal die Kabel zusammen, vielleicht hilft das ja. Aua! Jetzt ist das Wasser unter Strom! Ich bin tot. Ich kann es nicht ausmachen. Uiuiui, ich bin tot. Was bist du denn? Komm ich da auch hin? Warte.
Dadurch, da runter. Ja, ich bin auch tot. Nein! Ja, doch. Man kann sich hier so geil im Wasser bewegen, wenn das unter Strom ist. Ja, bin tot. Machen wir Schnellreise, ja, ne? Ja, würde ich sagen. Ach so, hier geht's aber. Achso, doch, hier. Okay. Nee, hier kann man mit aber keine Todesstelle verbinden. Ich kann hier keine Schnellreise machen. Ich mache aber mal einen Neuversuch. Vielleicht landen wir sowieso hier drinne. Ja. Oben im Aufenthaltsraum. Okay. Let's go. So, warte. Orientierung da lang, okay. Vielleicht kurz was essen. So. Aber jetzt steht das ganze Wasser hier doch immer, schon immer noch unter Wasser. Nee. Wo hast du? Ja, gerade irgendwo von der anderen Seite die Möglichkeit, das zu hacken. Guck mal, jetzt setzt die Tür auf. Ah, cool. Hier kommt ihr her. Ja, cool. Also irgendwas kann man hier hacken. Aber das wird wohl die Truhe nur sein. Guck mal, hier unten. Hier ist es aufgegangen. Wo ist hier unten? Ach, da. Wieder ja. Vor dem Dings. Vielleicht kommen wir da durch. Das sieht aus, als wäre es nötig gewesen, den Strom da hinten anzumachen. Aber ja, jetzt kommen wir nämlich hier rein. Haha. Da lang. Nein. Okay. Ich war schon dabei. mehr gibt's ja auch nicht, ne? Nee. Aber irgendwas muss es hier noch geben. Kaputte Scheiben. Gelange in das TAPCON 1 Büro. Ja. Ja, sind wir doch. Hä? Ja, die Tür geht mir auch nicht mehr auf hier. Okay. Von hier sind wir zwar gekommen, aber... Ich bin nur mal neugierig, ob jetzt das Wasser vielleicht wieder stromfrei ist. Ich würde gerne mal die Alarmanlage aushaben. So, die ist bei mir aus. Bei mir nicht? Nee, das Wasser ist immer noch unter Strom. Bei mir ist immer noch. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Also questtechnisch immer noch ins Büro. Da wird mir immer noch der Questmarker angezeigt. Nicht. Was ist denn bei dir die Quest immer noch? Ja, auch gelange in das Büro. Dann warst du wahrscheinlich einfach nur zu weit weg für den Questmarker. Ich bin hinter dir. Hä? Was sollen wir denn hier machen? Einfach mal gucken, vielleicht funktioniert ja. Ja, aber Bildschirme kann man kaputt schießen. Ob das was bringt, ist die Sache.
glaube, unser Spiel hat sich einfach ein bisschen verbuggt, gerade würde ich behaupten. Mach nicht diesen, ey. Gelange in das Tapcon One Büro. Ja. Ich würde jetzt per se einfach mal kurz versuchen, durch das Wasser zu schwimmen. Ja, aber da ist ja noch Strom drauf. Dann muss ich ja gucken, ob ich irgendwas zu essen habe, was Strom wegmacht. Ich habe eine Mahlzeit, da kriege ich 30% mehr allgemeine Gesundheit. Ja, das, ob das nicht reicht? Problem ist ja, dass du dich im Wasser nur so ganz schlecht bewegen kannst, ne? Ja. Wenn das unter Strom ist zumindest. Also ich glaube, du kannst dir das sparen, ich bin schon im Wasser. Mir wird auch die ganze Zeit angezeigt, ich könnte ja noch irgendwo was hacken. Ah, man muss da durchtauchen, da ist auf jeden Fall was. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass du vielleicht, weil ich konnte ja vorher ins Wasser, das Wasser war nicht die ganze Zeit auf Strom. Da ist irgendwie so ein grüner Schalter. Ich habe Kisten. Ja, wenn du im Wasser bist und so ein bisschen rechts schwimmst, da findest du das dann. Da sieht man so einen kleinen Durchgang. Y heilen. Müssen wir da durch? Ich bin noch nicht ganz durch. Warte, 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 warte. Bin durch. Das Problem ist, dass ich nichts. Also steht da denn einfach Y heilen oder was? Ja, bei mir ist es Y heilen. Da kannst du deine komischen Früchte da essen. Ich glaube, ich habe gar keine. Ist der Weg weit? Ja, ist schon ein Stück. Aber. Ich will mal was gucken. Junge, geh doch ins Wasser, Alter. Ah, wir sind aber auch hohl. Komm mal zurück zu dem Dings, bitte. Bin ja gleich wieder tot. Ich komme. Da bin ich. Ja, wir müssen einfach mal ein bisschen genauer gucken. Achso, in das Büro rein oder was? Nee, zu dem Bereich kurz bevor wir ins Wasser gehen. Ich komme. Ich meine, wir müssen da zwar nicht mehr zurück hin, aber wir müssen einfach besser gucken. Ach, Digga. Da bin ich rausgekommen. Ach, Digga. Aber das Wasser ist jetzt immer noch unter Strom. Ja, aber wir müssen doch gar nicht wieder hin. Ach so. Das Einzige, was bei mir jetzt gerade passiert ist, es hat angefangen zu ruckeln. Und vor wegen RDA hat wohl den Alarm ausgelöst. Okay. Müssen wir jetzt nochmal in das Büro und dann taucht hier die RDA vielleicht auf? Ich würde das mal versuchen. Da geht doch da rein, Alter, aber stimmt hier nicht. Ich habe Hausverbot, ich darf hier nicht rein. Naja, es ist auch irgendwie ein bisschen blöd gemacht, Alter. Ja, aber hier oben gibt es ja nirgendwo einen Weg durch. Das ist ja das Problem. Mal. Digga. Ja, bald sind wir wieder hier. Nur, ich bin in Almas Büro. Aber die Dings geht weiter. Aufnahme von ihr. Ich versuche sie mir ganz anzuhören. Also die Quest geht ja weiter.
So, innerhalb des Suchgebietes sind wir auf jeden Fall. Ja, wir sollen uns hier das schwule Dings da anhören, oder nicht? Na, siehst du. Ist sie jetzt eine gute? Ich weiß es nicht. Überprüfe auf Bedrohungen. Bestätigt. Oh. Ich höre es trampeln, aber ich sehe nichts. Da unten. Ja. Dann gehen wir mal eine Runde spielen. Du bist von unten reingekommen, okay. Einfach den Weg, den wir hochgegangen sind. Aber hier, das große Tor ist jetzt aufgegangen, auf jeden Fall. Ja, da kam die ja gerade rein, ne? Guck mal, links war eine Kiste, Munitionskiste. Ja. Hier hinten ist noch eine Kiste. Ich habe keinen Platz mehr. Ich auch nicht mehr. Da draußen kommen noch ein paar Kistchen. Guck mal, einmal Heilung, ist cool. Oh, hier kommen noch mehr Gegner. Ich starb ja nicht raus. Oh Hölle, alles okay? Geht, Brudi, geht. Den habe ich einfach schön aus dem Leben geschossen. Oh. Bumm. Natürlich greife ich von der Seite an, was denkst du denn? Aua, aua, aua. Aua. Keine Pfeile mehr. Ja, runtergeschmissen.
Das ist nicht dein Ernst, Alter. Bist du tot? Ja. Kannst mich aber wohl nicht wiederholen. Der hat mich oben von der Brücke runtergeschossen. Also gut, ja, ja, aber der ist tot. Alles gut, alles gut, alles gut. Also er hat mir einen richtig schönen Rechtsausleger gegeben. Hier bin ich falsch. Sie wurden alarmiert, als der Strom wieder da war. Ich hab's noch rausgeschafft. Es war furchtbar, Lord. Es tut mir leid, dass du da alleine durch musstest. Oh, hier ist noch einer. Aber wir mussten es wissen. Alma hat ein Audiolog hinterlassen. Sie hat doch etwas namens Sarentu-Versammlungsort erwähnt. Die Sarentu-Versammlung? Ich erinnere mich. Eine undeutliche Erinnerung, die sie mich vergessen ließen. Das muss der Ort sein, an dem sie uns entführt haben. Ich gehe dorthin. Vielleicht. Sehen wir erstmal, was ich finde. Ja. Wir sind so nah dran. Genau. Na toll. Das war knapp, Alter. Mir sagt ja auch keiner, dass mein Ikran einfach nicht hierher will. Ich glaube aber, man kann hier unten ins Wasser springen. Das wäre aber zu spät gewesen. Ich wäre so auf den Stein aufgeschlagen. Aber mitten in der Luft. Genau, ich habe erst mitten in der Luft die Meldung bekommen, dass ich hier gar nicht mal die Kran nehmen kann. Bam, badadab, bam, bam, badadab, bam, badadab. Ja, wir können den hier nicht herholen wegen dem Gift, ne? Ja, aber normalerweise müsste der ja eigentlich auch. Wir sind da ja gegen auch jetzt immun. Ja. Wir sehen was Besseres und pass auf, dass du nicht gleich auf die kriegst. Ja, hier ist aktuell nichts. Was bist du? Irgendeine grüne Seuche. Purpur Baumharz. Oh, ist aber ein Weg dahin, wa? Jo. Mann, 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 ey. Und das ohne Flugo. Ja. Ja, man ist schon verwöhnt, wenn man hier sein Flugo hat. Naja, bei 4 Kilometer Marschweg, wer wundert das? Hat uns anfangs auch nicht gestört, wo wir die 4 noch nicht hatten. Da waren die Questwege aber nie so weit. Ja gut, das stimmt ja, nicht ganz so weit, ja. Ja, da hattest du das Weiteste, was du laufen musst, waren irgendwie 2 Kilometer, aber jetzt läufst du ja schon 4. Ja, war der Bolz schon in der falschen Röhre. Okay, okay. Also sagst du, Power ist geil, ja? Kann man zocken. Kann man richtig gut zocken. Richtig, richtig gut. Ja, ich wollte mal mit Fräuchchen reingucken. Aber auch da, wie gesagt, nicht zugekommen bis jetzt. Ist irgendwie so ein, also wie ich ja rausgeführt habe, ist es irgendwie so ein Mischmasch, ne? So aus allem. Survival, ja, Schrägstrich, Pokémon-Abklitsch, Schrägstrich, Minekrafte und sowas. Ja, du hast so ein bisschen Rust, du hast ein bisschen Ark, du hast ein bisschen Pokémon, du hast ein bisschen Zelda. So könnte man das abklatschmäßig bezeichnen. Natürlich der größte Abklatsch ist natürlich Pokémon. Da, wo sie auch die ganze Optik quasi halt herholen. Ich bin angekommen und... Und was? Was ist los? Aber... Ein trauriger, öder Ort. Ach, hier, da. Kam unser Clan wirklich hierher? Also wirklich, wie gesagt, das alles ist schon... Alles ist voller Jahwe. Schon. Nichts wächst. Oh, Nord. Macht schon Bock. Da sind Felsmalereien und Kinderspielzeug.
Fühlt sich so seltsam vertraut an. Hinter dir. Das muss der Sarentu-Versammlungsort sein. Ich erinnere mich. Ja. Felsen geschmückt mit unseren Geschichten. Die Figuren tanzten im Feuerschein. Wir spielten im Familienkreis. Diese Dinge zu berühren, als würde man die Vergangenheit greifen.